Nochmal von vorne, oder? Das war ein echt blöder Anfang. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar von der Jovenius Box. Ja, das ist die Frauenbox. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box gibt es zu kaufen entweder bei Amazon für 12,99 € oder im Jovenius Online-Shop, jovenius.de. Und genau, die kostet 12,99 €, habe ich eben auch, glaube ich, schon gesagt, weiß ich aber nicht. Ja, Jovenius heißt Jugendlichkeit auf Englisch und da sollen Produkte drin sein von hoher Qualität. Aus dem Bereich dekorative Kosmetik, dann Anti-Aging-Pflege und gesunde Ernährung bin ich ganz gespannt. Ich habe so eine Box noch nie gehabt. Ich habe sie nur bei anderen YouTubern auch wohl ab und an mal gesehen und war ganz neugierig und habe mir die dann auch ganz schnell gesichert. Ich habe tatsächlich mir die für Frauen gekauft, die Young Box. Da werde ich auch noch ein Unboxing zu drehen. Es gäbe auch noch die Männerbox, aber die war in dem Moment leider schon ausverkauft. In dieser Box sind ungefähr 5 bis 6 Produkte drin aus verschiedenen Kategorien und die soll einen Wert haben von 30 bis 45 € und da bin ich wirklich gespannt drauf. Die Produkte sollen alle schadstofffrei und unbedenklich sein. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Also das sind dann wahrscheinlich auch ja, so Naturkosmetikmarken. Ich muss mal schauen. Wollte mich da ja auch mal ein bisschen dran trauen. Und wenn man auf Amazon für 70 € Produkte aus dem Jovenius-Sortiment shoppt, bekommt man diese Box angeblich auch noch gratis. Also da bin ich wirklich gespannt. Hier ist die Box. Ich mache sie jetzt mal mit euch zusammen auf. Also ich denke, das ist vom Prinzip her ähnlich wie Glossy Box, Pink Box und so weiter. Ist sehr schlicht. Also du hast hier einfach die weiße Box. Dann steht hier in Silber das Jovenius drauf. Und sie ist relativ klein. Also definitiv auch kleiner als die von Pink Box oder so. Und jetzt machen wir die mal auf. Wenn man schon an der Box verzweifelt, nur weil da ein Klebekram dran ist, ne? So, die Klebis sind gelöst, dann machen wir das Schätzchen mal auf. Und es erinnert vom Design her sehr stark an Pink Box. Und es kommt ein angenehmer Geruch hier raus. So, das Schleifchen öffne ich jetzt mal und dann haben wir hier das übliche Seidenpapier. Es ist wirklich sehr ähnlich wie bei den bekannten Abo-Boxen, aber das ist keine Abo-Box. Das sind solche Einmalboxen, die man sich dann entsprechend kaufen kann. Hier hast du so ein Heftchen mit dabei, wo drin steht, was drin ist. Und dann halt auch zu den Produkten. Die Preise finde ich super. Das heißt, das kann ich euch richtig toll dann gleich mit einblenden. Und ich bin gespannt, ob wir den Wert von 30 bis 45 € erreichen, beziehungsweise welchen Wert das Ganze dann haben wird. So, es fängt an mit einem Duschgel von Ahava. Ahava habe ich schon mal irgendwo gehabt, gehört, gesehen. Ich glaube, ich hatte das schon mal. Das fand ich aber nicht so ultra geil. Sea Kissed. Dead Sea Water, also mit totes Meerwasser und Mineralien. Bin ich gespannt. Aber das riecht sehr, sehr schön. Riecht angenehm, dezent parfümiert, so ein bisschen wie irgendein Parfüm, aber ich komme gerade nicht drauf. Also mir gefällt es richtig gut. Ich finde die Verpackung auch echt hübsch. Also Türkis ist mal wirklich was anderes. Das finde ich toll. Dann hast du hier unten diese mattschwarze Kappe. Finde ich aber eher männlich, die Verpackung. Aber naja, nicht, dass mein Freund mir das mopst. Pflegen Sie Ihre Haut mit einem sanften Duschgel, das Feuchtigkeit spendet und die Haut mit einem erfrischten und entspannten Gefühl hinterlässt, während Sie Ihre Sinne mit einem zarten, entspannenden, vom Meer inspirierten Duft verwöhnen. Als nächstes habe ich hier drin von Skin Ceuticals, kenne ich nicht die Marke, Ultra Facial Defense, Sonnenschutzfaktor 50 plus, sehr gut, das brauche ich. Very High Protection, richtig toll, okay. Und das ist eine Sonnencreme. Interessant, dass sowas in einer Box ist, die man im Winter kaufen konnte, oder? Richtig interessant. Ja, 50 plus ist super. Ich kaufe mir ja immer Kindersonnencreme. Und da bin ich einfach gespannt, wie der sich so verhält. Aber es sieht sehr, sehr schön auch auf der Hand jetzt gerade aus. Jetzt gerade will noch ein bisschen mehr Produkt raus. Okay. Also ich finde die Farben der Produkte wirklich sehr männlich. Also das muss ich wirklich sagen. Und ich, ja, ich denke, ich werde da meine Freude dran haben. Denn ihr seht, dass das auch
transparent trocknet. Ich habe sehr oft das Problem, gerade bei Gesichtssonnenschutzcremes, dass meine Haut danach weißer aussieht, also richtig mit so einem weißen Schleier, wie wenn man sich halt ganz, ganz dick Sonnenschutzcreme drauf macht. Und das finde ich immer ganz fürchterlich. Die riecht sehr, sehr dezent. Also das hat keinen wirklichen Geruch. Finde ich gut, werde ich auf jeden Fall im Sommer verwenden. Wenn es wieder so einen Sommer wie dieses Jahr gibt, dann sowieso. Die Ultra Facial Defense SPF 50, also Sonnenschutzfaktor 50, enthält einen umfassenden Breitbandlichtschutz mit Mexoril SXXL zum Schutz vor Hautschädigungen durch UVA und UVB-Strahlen. Die ultraleichte, nicht komedogene Textur ist angenehm leicht und die optimale Make-up-Unterlage. Oh ja! Es war ja auch die Rede davon, dass dekorative Kosmetik mit drin ist. Und hier haben wir von Malu Wills einen Blusher. Das ist ja cool. 4 Gramm ist hier drin. Und dann schauen wir mal, welche Farbe. Also hier steht einfach nur Blusher drauf. Das ist wohl die Farbe Nummer 35. Und das könnte sehr gut funktionieren. Also es ist schon sehr intensiv. Sieht sehr intensiv aus. Ist jetzt auch nicht wunderschön. Also keine richtig mega ultra krasse Verpackung, aber... Ja, riecht wie ganz normale Schminke und da bin ich gespannt, den auszutesten. Mache ich aber dann demnächst mal. Gerne auch mal mit euch zusammen. Der Malu Wills Blusher ist besonders weich und zart im Auftrag. Je nach Wunsch können sanfte oder intensive Akzente gesetzt werden. Sehr gute Haltbarkeit und Farbbrillanz. Individuell kombinierbar, da die Farben einzeln erhältlich sind. Ach so, deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. So, das waren jetzt schon 3 Produkte, aber hier sind noch viel, viel mehr Produkte drin. Also, richtig cool. Dann habe ich hier von Mavala Anti-Age Pro Soin du Night ein Time-Release-System Night Care Gedöns. 3 Milliliter sind hier drin, also quasi, ich denke mal, eine Nachtcreme fürs Gesicht wird das dann sein. Also, mal zum Testen werde ich das definitiv sehr, sehr schnell testen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Ja. Und hier ist noch eine Folie drüber, die mache ich jetzt nicht ab, weil sowas hält sich meistens nicht allzu lange. Das möchte ich jetzt nicht auspacken und dann nicht direkt verwenden. Ja gut, 12 Monate haltbar, aber trotzdem, ne? Das werde ich demnächst auf jeden Fall verwenden. Wahrscheinlich werde ich das jetzt sogar zwischendurch mal einschieben. Mal schauen. Anti-Age Pro Chrono Biologische Nachtpflege auf den natürlichen Biorhythmus der Haut angepasst. Intensiviert den nächtlichen Zyklus der Zellerneuerung und begleitet die Haut bei jedem Schritt. Entschlackt, repariert und korrigiert Zeichen der Hautalterung. Als nächstes habe ich hier etwas drin, was ich leider weitergeben werde, weil ich keine Badewanne habe. Von Malva, ein basisches Pflegebad für zarte Haut. Also das finde ich echt hübsch. Das ist so ein Pulver, was du da drin hast. Das ist mit natürlichem Extrakt, das ist milder, wilder, ich kann es nicht aussprechen. Mit natürlichem Extrakt aus wilder Malve. So, jetzt habe ich es aber. Ja, interessant. Oh nein, hier steht auch extra drauf, dass man das für Fußbäder nehmen kann. Ja, ich werde es behalten. ja, Salz in warmem Wasser auflösen, Inhalt ausreichend für 1 bis 2 Vollbäder oder 2 bis 4 Fußbäder. Je nach Wassermenge. Badedauer 20 bis 40 Minuten. Ja geil, nehme ich für ein Fußbad. Sehr gut. Basisches Mineralsalzbad mit natürlichem Malvenextrakt. Das Basenbad für empfindliche, trockene und schuppige Haut. Ideal auch zum Einstieg ins Basenbaden, da die Haut die Rückfettung erst wieder lernen muss. Das steht so da, ich kann da nichts für. Ja, und das 6. und letzte Produkt ist von Marycore. Eine Gesichtscreme, glaube ich. Cellular Moisturizing Cream bei Osmosis. Das hört sich interessant an. Soll man das auf das Gesicht geben, morgens und abends, damit die Haut wieder rehydriert wird? Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, Pflege, Pflege, Leute, das darf immer sein. Und das riecht auch sehr sanft, das riecht sogar ein bisschen, ein Hauch von Honig hat das auch mit dabei. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das auszuprobieren. Diese Pflegecreme versorgt die Zellen mit einer fortwährenden Quelle der Feuchtigkeit durch die sogenannte Osmose. Feuchtigkeit wird dank der Aqua-Osmose langfristig in der Haut gespeichert. Durch Austrocknung verursachte Fältchen werden aufgepolstert. Die Haut gewinnt so im Verlauf des Tages zunehmend an Behaglichkeit und Weichheit.
Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass mir die Produkte wirklich gut gefallen, dass ich die sehr interessant finde und richtig Bock drauf habe, die auszutesten. Es sind neue Marken für mich, also ich entdecke da auch tatsächlich jetzt Neues, was ich richtig schön finde. Und da hat sich auf jeden Fall die Investition mal ein bisschen gelohnt. 12,99 €, da kannst du nichts zu sagen. Für eine normale Beautybox von Pinkbox, Glossybox zahlst du ja auch 12,50 €, wenn du das Jahresabo hast. Ansonsten zahlst du sogar 15 €. Und hier hast du wirklich tolle Marken drin. Also das hat mir richtig gut gefallen, kann ich euch empfehlen. Und ich blende euch hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Ich denke, dass es nicht wenig sein wird. Bin wirklich überrascht und finde es cool, dass ich diese Box bei Cindy gesehen habe und bei Nasti. Bei beiden habe ich das auf den Kanälen gesehen. Als ich die bei Cindy jetzt letztens gesehen habe, habe ich mir die dann direkt nachgekauft. Ja, ihr Lieben, was findet ihr denn? Welches von den Produkten ist für euch am interessantesten? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare und stimmt gerne mal hier oben ab, ob ihr die Box vielleicht sogar besser findet wie Glossy Box oder Pink Box. Und ja, schreibt mir doch einfach mal, wie ihr die Box findet, was ihr von der Box haltet. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch gespannt drauf, nachher die Jevenius Young Box mit euch zusammen auszupacken. Das Video kommt dann einen Tag später online. Ich bin wirklich gespannt. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist mit den ganzen Unboxings zu den Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf der Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!